Eben einkaufen und bei uns gibt es heute Spinat mit Spinat. Ich habe einmal diese Brennnesseln hier jetzt eben gesammelt. Dann habe ich Knoblauch gekauft und das kommt jetzt alles zusammen in den Mixer. Stunde ist vergangen. In der Zwischenzeit konnte der tiefgefrorene Spinat weiter antauen. Ich habe eine Avocado da reingeschnitten, eine Knoblauchzehe da reingetan und ein kleines bisschen Salz und versucht das Ganze jetzt mal zu pürieren. Und das war's jetzt auch schon mal. So. Die Konsistenz von unserem Spinat geht so in etwa die Richtung von diesem berühmt-berüchtigten Spinat mit dem Blob. Das kommt halt durch die Avocado, die damit püriert wurde. Und einmal probieren. Miam. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!